haben unermüdlich ihre Freiheitsbuchstaben für ihn getragen. Einen großen Applaus schon mal dafür, das hatten wir ja auch schon. Nun spannen wir euch nicht länger auf die Folter und lassen ihn zu Wort kommen. Michael Mellwig. Hallo Hannover, schön hier zu sein. Ich freue mich, nach fast 2 Jahren wieder hier zu sein und gemeinsam mit euch ein Zeichen für Frieden und Freiheit zu setzen. Und ihr seht, ich lasse mich nicht einschüchtern. Und ein Anwalt, den ich schätze, sorry, Daniel. Genau, ein Anwalt, den ich sehr schätze, und ihr könnt euch denken, wer es ist, hat gesagt, Michael, Sie werden es bereuen, dass Sie dich so lange eingesperrt haben und dir so viel Zeit zum Nachdenken gegeben haben. Und aufgrund der Berichterstattung in den Leitmedien in den letzten Tagen möchte ich noch einmal das Querdenken-Manifest betonen. Es wurde ja berichtet, dass ein Corona-Leugner mit Maske gewisse Dinge getan hat. Wir sind Demokraten, wir sind eine friedliche Bewegung, in der Extremismus, Gewalt, Antisemitismus und menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz hat. Und die Idee und Ideale von Querdenken sind, wir reden mit allen, die friedlich und gewaltfrei agieren, egal wie sie von Dritten bezeichnet werden. Wir eröffnen einen freien und demokratischen Debattenraum. Wir stehen für Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das ist der Debattenraum, in dem wir uns bewegen. Querdenken steht für Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, Freiheit, Frieden und Wahrheit. Und wer für Frieden steht, steht für Gewaltfreiheit. Wer für Liebe steht, lehnt jede Form von Extremismus, Rassismus und Antisemitismus implizit ab. Ich hatte ja im Gefängnis viel Zeit, mich mit den Bewegungen der Vergangenheit zu beschäftigen. Und ich kenne keine einzige Bewegung, die mit Gewalt Erfolg hatte. Das ist auch ganz logisch, weil Gewalt erzeugt immer Gegengewalt. Es gibt aber 3 friedliche Bewegungen, die sehr erfolgreich waren. Und das waren zum Beispiel Mahatma Gandhi in Indien. Es war die Anti-AKW-Bewegung am Kaiserstuhl. Und es war die Charta 77 von Václav Havel in der Tschechoslowakei. Er ist ja am Ende sogar Präsident geworden. Und deshalb sind Friedlichkeit, Geduld und Ausdauer die Eigenschaften, die uns erfolgreich machen werden. Und ich habe schon im September 2020 gesagt, es ist ein Marathon. Ob es dann 42 Monate oder 42 Jahre dauern wird, das wird die Zukunft zeigen. Und wichtig ist aber trotzdem, dass wir trotz aller Repressalien Freude haben daran, dass wir diese Zeit erleben und vor allem auch mitgestalten können. Und dass wir jeden Tag dankbar sein können für die unglaublich vielen schönen Dinge im Leben, weil wir leben alle in einem unglaublichen Überfluss. Und das wird einem besonders bewusst, wenn man im Gefängnis ist. Und daran kann man sich immer wieder mal erinnern, wenn man mal ein Tief hat, dass es uns im Vergleich zu vielen anderen Menschen auf der Welt sehr, sehr gut geht. Und auch wenn die Regierung gerade Dinge tut, die einfach menschenverachtend sind, haben wir immer noch die Möglichkeit, uns zur Wehr zu setzen und können das friedlich tun. Und das werden wir auch tun. Wir geben nicht auf. Ich möchte heute auch nochmal betonen, Querdenken ist eine außerparlamentarische, überparteiliche Bewegung.
die mehr Mitbestimmung in Form von direkter Demokratie fordert. Das Parteiensystem hat versagt. Das lässt sich gut am Beispiel der Grünen verdeutlichen, die aus der Anti-AKW-Bewegung als Partei für Frieden und Ökologie hervorgingen. Und in der Wahlkampfzentrale der Grünen standen damals Dinge wie CDU gleich SPD gleich FDP an der Wand. Und auch das Thema direkte Demokratie war bereits präsent. Auch die Toxizität des Geldsystems wurde bereits früh thematisiert. Heute, nach 40 Jahren, wurden die Grünen zu 180 Grad umgedreht und vom ursprünglichen Kern ist nichts mehr übrig. Die Ironie der Geschichte ist heute CDU gleich SPD gleich FDP gleich Grüne. Querdenken hat von Anfang an darauf geachtet, sich nicht von Parteien vereinnahmen zu lassen. Parteien sind nicht die Lösung. Parteien sind Machtsysteme, bei denen nur diejenigen nach oben kommen, die die Ellenbogen ausfahren und andere ausboten. Ich bin deshalb nicht damit einverstanden, dass heute auch Mitglieder von Parteien auf dieser Bühne sprechen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und Parteien haben ausreichend Mittel über die Parteienfinanzierung und Abgeordnetenbezüge, eigene Demonstrationen zu finanzieren. Und ich rufe vielmehr diejenigen auf, die gerade darüber nachdenken, eine neue Partei zu gründen, sich der außerparlamentarischen Bewegung anzuschließen. Querdenken war von Anfang an eine Bewegung, in der viele Frauen aktiv waren. Das wurde nur nicht nach außen sichtbar, weil sich viele nicht auf die Bühne getraut haben. Und deshalb sage ich heute, liebe Sarah Wagenknecht, liebe Ulrike Gero, bitte gründet nicht noch eine Partei, sondern schließt euch der außerparlamentarischen Bewegung an. Und viele von euch sind im Widerstand, aber ich bin nicht im Widerstand, sondern ich freue mich, diese Zeit erleben zu können und sie mitzugestalten, gemeinsam mit euch. Wenn wir nämlich mal begreifen, dass das Leben eine Reise durch unsere Lebenszeit ist, wenn wir Freude an der Reise haben, anstatt krampfhaft zu versuchen anzukommen, dann können wir jederzeit glücklich sein. Nein, ich bin nicht im Widerstand, sondern arbeite mit euch an unserem eigenen Great Reset. Wir bauen uns die Welt, wie sie uns gefällt, und das ist großartig. Hannover, vielen Dank. Herzlichen Dank, Michael.